Mädels, Stefan Lammel ist wieder hier. Heute etwas ganz Besonderes, nämlich eine technische Sache von mir. Ich möchte euch erzählen, wie ich mit meinem ganzen Notenmaterial und mit meinen ganzen Audiodateien umgehe. Ich habe doch ein ziemlich großes Repertoire in den letzten Jahren mir angeschafft, angehäuft durch viele Noten und viele Audiodateien, und die wollte ich jetzt irgendwie zusammenkriegen und habe mich erkundigt und habe festgestellt, es gibt etwas, nämlich mit iPad. Ja, es gibt iPad Mini, das ist ein normales iPad, und es gibt das iPad Pro. Ich habe mir zuerst das iPad Mini angeschafft, leider mit zu wenig Speicher. Da war ich doch ein bisschen zu blauäugig, haben wir gedacht, 16 GB, das reicht. Aber mir hat keiner gesagt, dass vorher, also dass man auch schon mindestens 4 GB für die Arbeitsspeicherung benötigt. Okay, das war also nichts. Dann bin ich auf das iPad Pro gestoßen. Und der Nachteil, das kostet natürlich einen Haufen Geld. Aber mein Problem ist beseitigt. Ich kann mit den richtigen Apps, die es da dazu gibt, kann ich jetzt meine ganzen Noten speichern und dazu auch die betreffenden Audiodateien. Wenn ich zum Beispiel ein Lied habe wie Half a Minute, dann kann es sein, wenn ich das eine Zeit lang nicht mehr spiele, dass ich den Ablauf nicht mehr weiß. Ja. Dann habe ich das iPad da, drücke auf H und dann kommt das Half a Minute, und ich habe dazu auch die betreffende Audiodatei, entweder im Original oder die Play Along Audiodatei, je nachdem, was ich brauche, ob ich das wiederholen will oder wenn ich irgendeinen Auftritt habe und ich möchte das vor Publikum spielen. Ja? Und da gibt es jetzt zwei tolle Apps, die mir das Leben erleichtern. Das eine App ist dieses OnSong und die andere App ist CamScanner. Ich muss ja meine Noten, die ich habe, diese Vielzahl von Noten, muss ich ja irgendwie da reinbringen. Ja, und das kann ich mit Hilfe von CamScanner. CamScanner, wenn ich die aufmache, diese App, dann kommt die Kamera, dann gehe ich her und mache von meinen Noten, ich gehe jetzt ein bisschen nach unten, damit ihr das seht, ja, hier habe ich da meine Noten und da mache ich da ganz einfach eine Aufnahme davon. Ich gehe da drüber, ja, und jetzt auf die Kamera klick und dann sind die Noten gespeichert, und das Schöne ist, ich kann das noch hinterher schön nachbearbeiten und es geht flott. Ja, ich kann das größer machen, heller, dunkler. Und wenn ich dann fertig bin, kann ich die Sachen dann auch wieder abspeichern. Und zwar speichere ich diese Sachen in Dropbox. Dropbox hat jeder, kriegt jeder umsonst. Das kannst du speichern, 5 GB. Ich speichere dann die betreffenden Noten in Dropbox rein. Und dann gehe ich her und öffne OnSong. OnSong ist die App, die man als Musiker haben sollte, wenn man auch mit Audiodateien arbeitet. Ja, ich mache dann OnSong auf und dann kommt sofort meine sämtlichen Noten, die ich da gespeichert habe. Ja. Ich kann dann auswählen, was ich will, was ich da gespeichert habe, und kann wieder neu reinspeichern. Und das Schönste dazu ist, ich kann dazu auch dementsprechend die Audiodatei laden. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Noten von Alle Farben, ja, und dann gehe ich hier auf diesen Kopfhörersymbol. Und da habe ich jetzt schon zu diesen alle Farben auch dieses Playback gespeichert. Das heißt, es kommt dieses Playback und ich habe die Noten dazu.
Sehr viel angenehmer. Und das kann ich mit jede Noten kann ich das machen. Die Audiodatei, die hole ich mir dann auch wieder, speichere ich in meinem PC, speichere ich die rein, MP3 oder Wave, je nachdem, und hole sie mir dann bei Onsong. Ja? Bei Onsong gibt es dann hier dieses Kopfhörersymbol und da kann ich natürlich auch iTunes mit einspeichern. Ich kann auch iTunes mit einspeichern und ich kann auch ganz normale MP3s von Dropbox mir holen und dann habe ich hier sämtliche Lieder, habe ich hier. Und das Schöne ist auch, die Noten fahren dann automatisch nach oben, nach unten. Ich kann das auch die Schnelligkeit einstellen. Ich kann mir auch ein Pedal dazu holen mit Bluetooth. Das heißt, je nachdem, wie ich das Pedal einstelle, kann ich eine Seite weiterblättern oder ich kann das nächste Lied mir herholen. Ich kann Sets machen. Das heißt, wenn ich einen Auftritt habe mit bestimmten Stücken, kann ich das vorher vorbereiten und ich habe schön meine Lieder beim Auftritt dabei und habe keinen Stress. Manche Bands machen das sogar so, dass jeder so ein iPad hat, iPad Mini meistens. Und da ist dieser musikalische Leiter, der dann auf Knopfdruck auf alle iPads dann die Noten verteilt von sich aus. Das ist die neue Generation, sollte man sich zulegen. Es geht auch, wie gesagt, mit iPad Mini, nicht nur mit iPad Pro. Nachdem ich beim ersten Mal zu wenig Speicherplatz mir besorgt habe, habe ich so lange gespart, bis dass ich das Große habe. Und ich habe das schon etliche Male bei Auftritten dabei gehabt und ich kann euch sagen, super, einwandfrei, wirklich spitze, kein Stress, ich habe alles hier gespeichert und ich kann sogar Stücke wieder hervorkramen, die ich vor langer, langer Zeit gespielt habe, ja, weil ich habe ja Gedächtnisstütze hier, ja, wo also ja, die Noten angezeigt werden und ich dann einmal rüberschauen kann, kurz. Wie das Stück da weitergeht, auch vom Ablauf her. Also, kann ich nur empfehlen, wer das nötige Kleingeld hat, ja, 1000 Euro, 1000 Euro, ist ein Wahnsinn, ja, was das kostet, aber für denjenigen, der also sagt, ich möchte da wirklich meine ganzen Sachen zusammen haben, ja, das ist das Ding. Aufs Notenpult drauf, irgendwo in die Ecke. Onsong ist die eine App und zum Notenscannen habe ich CamScanner. Es gibt auch natürlich andere, aber ich kann CamScanner nur empfehlen, weil es problemlos einfach. Ich bin kein Technikfreak und ich bin froh, dass es solche Sachen gibt. Ich habe es ausprobiert, kann ich euch ruhig empfehlen. Schreibt es mir in die Kommentarbox, was ihr davon hält. Möchte ich wissen. Ich habe wirklich rumgehört und rumgefragt, viele Profis gefragt, viele Musiker gefragt. Also momentan, ich weiß nicht, ob da etwas noch was Besseres gibt. Also ich bin hier super zufrieden. Schön, dass ihr bei mir wieder dabei seid. Schaltet wieder ein. Ich sage Tschüss, Servus, bis bald. Ciao.